Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelserien-Unboxing. Lego Ninjago. Genau gesagt, die Sticker zum Lego Ninjago Movie. Wir hatten hier ein Multipack mit 40 Stickern und eine original Lego Ninjago Minifigur. Das ist dann die hier. Kostet nur das Ganze 4,99 €. Der super Sparpreis quasi. Und ja, nochmal Werbung für das Sticker-Album. Und ein bisschen die Sticker, wie die aussehen. Jedes Tütchen mit 5 Stickern inklusive einem coolen Holo-Sticker. So. Das heißt, hier werden wir auch wieder ein paar Holo-Sticker bekommen. Hier müssten ja quasi 8 Tütchen drin sein. Dann werden wir 40 Sticker hier rausbekommen aus dem Pack. So, Folie entfernt. Dann hätten wir die... Oh, die ist festgeklebt. Hier ist einiges festgeklebt. Das klebt ja auch. Gucken, wie wir das am besten runterkriegen, ohne die Sticker kaputt zu machen. Okay. So. Okay, das geht schon mal gut ab. Dann können wir die Figur beiseite legen. So, dann hätten wir hier das erste Tütchen, was wahrscheinlich schon gleich aufreißt beim Versuch, den Laser zu entfernen. Ne, es geht. Okay, so. Und dann hätten wir hier noch einen Tesastreifen mit 7 weiteren Tütchen. 1, 2, 3, 4, 7 Tütchen, wie vermutet. So, hier geht der Teser los. Ich versuche ihn einfach mal abzupopeln, den Teser. Und dann hier. Und die erste Tüte reißen wir schon auf damit. Sehr gut. Aber die anderen sollten dann... Upsala. Davon recht unbeeindruckt sein. Jawohl, ja. So. Hätten wir das auch. Alle Tütchen von der Pappe befreit. So. Jetzt kommt die Pappe einfach weg. Und wir können uns den Tütchen widmen. So, ja, das ist ja schon offen. Nutzen wir das doch und öffnen es auch an der Stelle. So. Jetzt kriege ich die Sticker da nicht raus. Muss ich also hier unten auch noch aufziehen. So, jetzt aber ein Fahrzeug. Dann ist es, glaube ich, dieser Hi-Mesh vom, oder Mac vom Garmadon. Garmadon selbst. Das müsste Cole sein, dann eine Filmszene. So, weiter geht's. Upsala. Garmadon im Büro. Dann eine Filmszene. Lloyd, wieder eine Filmszene, nochmal Lloyd. Und weiter geht's. Dann wieder ein IT-Nerd von Garmadon. Dann ein Ninja. Cole, glaube ich. Dann wieder ein von dem Bösen, ein IT-Nerd. Ist das die Nia? Ich glaube. Dann hätten wir Lloyd als Schüler. Das müsste wieder Cole sein. Das ist dann der... Das ist Jay oder ist das... doch Nia sein, ich weiß es gerade nicht. Dann noch eine Filmszene wohl, dann Drache vom Lloyd, da sitzt der Lloyd sogar drauf. Da fehlt noch das hintere Teil von. So, was haben wir denn hier? Das müsste auch wieder Cole sein. Und dann hätten wir hier den, das ist auf jeden Fall der Jay. Das ist auch der Cole. Filmszene, dann haben wir von Lloyd. Ich komme mir den Namen noch nicht so ganz zurecht, ich sag's immer wieder. Mein Sohn könnte das alles aus dem Stegreif sagen, wahrscheinlich. Der wüsste sofort, wer wer ist. So, upala, da hängt noch ein Sticker fest. Das ist einer von den Bösen. Dann so ein Logo. Nochmal ein Böser. Filmszene mit den Ninjas und der Mac. Das Puzzle. Sticker. Dann haben wir noch keinen goldenen Sticker bisher. Alle Hologrammsticker waren Silber. Schade. Vielleicht im letzten wenigstens noch eins drin. Das ist dann der Kai, glaube ich. Muss der Lloyd sein. Dann wieder eine Filmszene. Sensei Wu. Wieder der Mac. Ja, letztes Booster. Jetzt gilt's. Komm, jetzt wenigstens noch einen goldenen
Dings. Jawoll. Mit Ansage. Mit Ansage. Der Zane. Dann wieder ein Bild aus dem Film. Nochmal der Zane. Der Jay. Nochmal der Jay. Und fertig. So, das waren die 8 Booster aus dem Multipack. Wie gesagt, die Figur, die noch dabei war, hier steht mein kleiner dann, Limited Edition Ming ist das. Keine Ahnung, wer das sein soll. Das weiß der Kleine bestimmt wiederum. Aber er wird sich freuen. Auch wenn er noch zu klein dafür ist und deswegen nur damit spielen darf. Unter Aufsicht im Moment. Aber später, wenn er alt genug ist, darf er dann auch alleine spielen damit. Gut, dann war es das im Endeffekt auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und ansonsten danke ich euch fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.